So, ich habe hier mir meine Helmkamera gebastelt. Und zwar ist das ein, ja, so ein normaler Jethelm. Der hat allerdings hier so einen stumpfen Lederüberzug. Das ist in dem Fall ganz nützlich, weil das Kamerastativ dann nicht so rutscht. Das ist so ein für 15 € so ein Mini-Klappstativ. Kann man in jedem Technikhaus kriegen. Und das ist so eine eigentlich ziemlich einfache Canon Legria FS200. Die macht also keine HD-Aufnahmen. Die gibt es jetzt aber auch mit HD. Naja, im Prinzip kann man auch eine normale Digitalkamera oben drauf machen. So, jetzt habe ich hier von so einem alten Kopfhörer habe ich so einen Drahtbügel gefunden. Der hakt also hier unten in den Helm ein. Dann gibt es hier ein Gummiband. Das kriegt man im Outdoor-Handel, also im Campingbedarf ist das. Und ja, vorne ist noch ein Haken dran. Das ist eine Fahrradspeiche, die ich umgebogen habe. Also die verhakt sich dann hier auch. Hier im Helm. Und das gleiche dann nochmal hinten. Da ist auch wieder so eine Fahrradspeiche, die da unten reinhakt. Und ich habe die Kamera jetzt kalibriert. Das heißt, wenn ich gerade gucke, dann guckt die auch gerade. So ungefähr ist das die normale Blickrichtung. Ja, und dann werde ich mal das mal auf dem Motorroller mal testen.